Jo und herzlich willkommen zu The Journey 2, The Hunter Return, mit dem lieben The King Rasko. Wir sind ja letztens dabei stehen geblieben, haben im letzten Spiel gegen Real Madrid 5:1 gewonnen. Klasse Spiel, klasse Leistung von unserem wunderschönen, frischen Hunter, der ja gerade aus der Sommerpause raus ist. Und ja, nun haben wir wieder ein paar Skillpunkte bekommen und die werden wir jetzt einsetzen. Gut, setze Skillpunkte ein, um Spielereigenschaften zu kaufen. Skillpunkte erhältst du, indem du Alex' Gesamtwertung verbessert. Alex' Gesamtwertung steigt durch absolvierte Spiele und gute Trainingsleistung. Gucken wir uns mal an, was wir sollen. Das heißt, vier Skillpunkte. Ich würde mal sagen, Vorbereiter, auch sehr wichtig. Also wir lassen es mal so. Ich würde mal gerne auf Volley-Schüsse gehen. Weil danach können wir hier schon weiter runtergehen. Kapitaleigenschaften, Ich würde sagen, wir gucken mal, was heute ist. Trainingstag. Heutiger ist heutiger Plan. Trainieren wir mal den Alexander hier warm. Training. Alex Attribute entwickeln sich durch eine Spielweise und deine Trainingsleistungen. Im Training kannst du auch an bestimmten Attributen arbeiten. Sobald Alex Gesamtwertung steigt, schaltest du Skillpunkte frei. Mit ihnen kannst du einzigartige Spielereigenschaften freischalten. Okay. Okay, an die Arbeit. An die Arbeit. Gegen Torwart. Ich würde mal sagen, wir machen mal gegen Torwart. Gegen Torwart. Training beginnen. Okay, gegen den Torwart. Erziele möglichst viele Tore gegen den Torhüter. Tipp, je länger du die Schusstaste hältst, desto höher geht der Schuss. Okay. Weiß ich Bescheid. Mal gucken, was wir hier... Ah, okay, das war ein bisschen zu doll. Es gibt's nicht. Doppelpfosten. Ja, ein Tor. Oh, Latte. Jetzt habe ich alles durch. Klasse. Naja, klar, fortsetzen. Das läuft hier wie ein Schnüsschen. Okay. Durchquere die markierten Tore und triff. Für getroffene Ziele gibt es mehr Punkte. Tipp, versuche mit Flachschüssen das untere Eck zu treffen. Schuss, Schuss, plus Schuss. Ich muss dreimal Schuss drücken. Also Schuss und Kreis, Kreis ist Flachschuss. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Probiere ich gleich mal aus. Oh, bombastisch. Das war jetzt nicht gerade bombastisch. Ey. Zeit. Ich nicht habe. Ey, ich habe die Flasche getroffen. Na, links ist ein Tor. Yes! Exzellent! In letzter Sekunde. Ja, das war doch mal grandios hier. Training gehört auch dazu, muss man ja mal ehrlich gestehen. Exzellent! Das freut mich. Schöner Einsatz heute, Gentlemen. Sehr gut. Aber einer war herausragend. Alex Hunter. Genau so wird's gemacht. Danke, danke, Butler. Danke, danke, danke. Wäre nicht nötig gewesen. Aber wir geben natürlich wie immer unser Bestes. So. Sind wir immer noch in der Vorbereitung. Und heute geht's gegen La Galaxy. Ah, also Bayern wohl verloren gegen La Galaxy. Bin ich mal gespannt. Einige von euch wissen das vielleicht nicht. Aber Galaxy gehört zu den Top-Teams in der MLS. Die kämpfen, die sind diszipliniert und die bestrafen jeden Fehler. Jungs, ihr habt Real richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Das ist ein richtig guter Start in die Saison.
Heute will ich noch mehr Einsatz sehen. Noch mehr Intensität. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe keine Lust auf eine Silbermedaille. Komm schon! Ja! Gold ist das Wahre. Los geht's. Wir spielen natürlich mit dem Team. So, gucken wir uns mal wieder hier alles an. Ich werde Ed Alexander mit großem Interesse verfolgen. Ich kann Ed Alexander gegen Alexi die offenen Tore machen. Warten wir es mal ab. Erst die Galaxy, jetzt ist Galaxy. Gladikos und jetzt die Galaxy, Entschuldigung. Aber der hellste Stern von allen ist Alexander Hunter. Ich freue mich auf das Spiel gegen Liverpool. Mal sehen, was dieser Ed Mr. Alex Hunter kann. Ja, gut. Ich würde sagen, kann's losgehen. MLS, big shot. Was? Dass du wirklich langsamer geworden bist? Yeah, right. I'm gonna run circles around you. Träum weiter, Mann. Ich muss es einfach bringen, sorry, Leute. Weil hätte ich nicht so reizköpfig reagieren müssen. Er war ja schon ein bisschen heute gemein. Heute steht das Endspiel des International Club Cups auf dem Programm, liebe Zuschauer. Und damit herzlich willkommen zu dieser Begegnung. Wer gewinnt dieses Turnier? Wer holt sich den Pokal? Liverpool im Halbfinale in Topform, aber auch die Galaxy haben durchaus überzeugt. Das wird interessant. Und hier haben wir die Aufstellung des Endspiels Liverpool. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Oh, erste Chance. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Da kommt die Ecke. Jo, Boateng. Oh, Boateng. Also richtig gefährlich, weil das nicht halt und mehr was machen kann. Was, das ist Jerome Boateng? Nein, das ist wieder Bayern. Na, Prinz Boateng, das wird uns jetzt besser antworten. Schöner Pass. Gute Aktion, jetzt die Flanke. Der Spieler wirft sich in den Schuss. Relativ hilflos, was sie da machen, aber klar, bei diesem Druck gibt's Einwurf. So, gibt's Einwurf. Druck ist im Moment. Hä, was haben wir denn mit dem Einwurf? Anderson. Das ist ein Einwurf. Das fällt mir in letzter Folge echt oft auf, dass sie oft sagen, während des Spiels einfach, wo der Ball gar nicht draußen ist. Einwurf. Absolut, Wolf. Ist natürlich super, wenn solche Teams vor der Saison hierher kommen. Ich glaube, das ist schöner Pass. Gute Aktion. Da kommt er auf und nimmt den Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz, genau richtig gezeigt. Coutinho. Ja. Einwurf jetzt. Ja, jetzt gibt's Einwurf. Jetzt bestimmt, Herr Kommentator. Klein. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Jetzt die Möglichkeit. Ja. Da ist das Tor. Jetzt haben wir ihn, den ersten Treffer in diesem Finale. Wunderschön. Coutinho macht das 1-0. Klasse Vorarbeit übrigens. Und wie sich der Ball noch dreht, das ist der Wahnsinn. Da denkst du, das Ding geht daneben, aber der ist mit so viel Schnitt gespielt und geht ins Tor. Ja, danke. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt 23 Minuten hat gedauert und Liverpool führt 1-0. Jones. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das macht er gut. Sah das jetzt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Emre Can. Wird das eine Torchance? Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Klein. Das könnte die Chance werden. Klasse Aktion, Ball ist so, zur Pause liegt so, Liverpool vorne. Genau, zur Pause liegt Liverpool vorne. Ja, und also 59% Ballbesitz, Schussgenauigkeit ist 80%, 0 Torschüsse. Zu viel. Ja. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Für LA Galaxy. Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Dos Santos.
Also Galaxy passt hier ganz gut. Schöner Pass. Zades. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Schöne Parade. Weiter im Spiel. Ah. Schön. Gekämpft. Schön. Guter Zweikampf. Klasse gemacht. Mané, die Chance. Ah. Abwehr hat aufgepasst. Mann. Dos Santos. Jetzt komme ich aber gerade hier nicht wirklich voran. Aber ist dabei jetzt auch schon wieder weg. Und jetzt. Klasse! Jetzt müssen Sie aufpassen. Yes! Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich yes. zusätzlich Selbstvertrauen. Keine Überraschung für mich, dass Sie hier. Schön von Hunter gemacht. Nee, ganz so gar nicht, Wolf. Schön unten rechts ums Eck. Ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Yes, yes, yes. Alexander, 75. Minute. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel. Mané. Und dafür kommt Salah. Mohamed. 2-0 im Finale. Gegen LA Galaxy. Alessandrini. Wird's jetzt gefährlich? Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Jetzt soll guter Steilpass. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Macht ihn! Ja, macht ihn! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Yes! Salah Mohamed. Schöner Spielzug, muss man sagen. Liverpool nutzt es einfach gerade aus. Hier schön Alexander mit dabei. Und dann Mohamed Salah. Alter, klasse Vollstreck. Jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Krass. Danke an die Regie dafür. Schöner Treffer. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Das könnte... Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Schöne Flanke jetzt. Gehalten. Klasse Parade. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Er wechselt zwei frische Leute ins Spiel ein. Er macht das Tor. 4-0. Klasse Kopfball. Was ist das? Emre Can, klasse Kopfball. Aber das sah jetzt auch noch ein kleiner Torwartfehler aus, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Gucken wir mal auf den Torwart. Ja, den muss er eigentlich haben, oder zumindest. Sehr gut den Kopf an den Ball nach dieser Ecke gebracht. Der ist ja früher unten, als der Ball unten ist. Naja. Da sieht jetzt aber auch die Hintermannschaft von LL Galaxy nicht gut aus. Aber klasse Kopfball von Emre Can. 86. Spielminute. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die also in 11 Minuten so jetzt 3 Tore. Also in 11 Minuten wurde das Spiel Sie mal einfach so im Moment zumindest sind Sie entschieden. In allen Belangen unterlegen und viel wird sich daran wohl auch nicht mehr ändern. Nee, Wolf, das ist zu eindeutig. Coutinho mit der Riesenchance. 5-0. Ja, was soll ich denn da jetzt vom Tor noch machen, Leute? Was soll ich da denn noch machen? Glückliches Händchen vom Trainer. Doppelpack von Salah. Sie haben so eine Spielfreude. Kein Wunder, dass sie jetzt schön noch hier ein Tor gemacht haben. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ja, also 5-1 gegen, also aber guckt euch das mal auch an, also auch das ist ja Kosmetik übrigens.
Jetzt wird's gefährlich. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. Noch ist die Chance da. Jetzt ist Schluss. 5-0 im Finale, Leute. 5-0. Siegertänzchen hier unten auf dem Platz und krass. Auf den Rängen. Der erste Titel in dieser Saison. Ausgezeichneter Tänzer, wie wir alle wissen, wie ich persönlich auch weiß. Ja, aber wir müssen ja immer so ein bisschen die Distanz wahren. Wir sollten die Distanz wahren, aber du kannst dich dem hier ja gar nicht entziehen, wenn du das erlebst, was gerade abgeht. Also tanzen wir eben mit. So, wir nehmen Aufstellung. Buschi, du sitzt noch. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir machen auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst, vom linken aufs rechte Bein und zurück, so wie die da auf dem Podium. So zappelt der Fuß hier rum. Ich sitze hier in aller Ruhe. Ich sitze hier in aller Ruhe. Dem Himmel ist Jahrmarkt. Ja, da ist der Pott, Jungs. Da ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Starke Leistung. Ein tolles Bild. Also echt klasse. An diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen einfach klasse zusammengestellt. Auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Ja, Leute. Was soll ich dazu sagen? Klasse Übersicht bei den Steilpässen. Deine Pässe nach vorne gefallen mir. Die kommen energisch und präzise. Schöne Direktpässe. Schön aus kurzer Distanz aufs Tor geschossen. So, Leute. Ja, ich würde auch sagen, das war es dann auch wieder von dieser Folge hier von The Hunter. Wenn jetzt nicht noch irgendwas von The Hunter, von The Journey, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschö mit Ö.